Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch vorab schon mal etwas sagen. Und zwar, dass ich leider nicht zum Schluss des FMAs nicht mehr so viel mitfilmen konnte, weil einfach dann zu viel los gewesen ist am Stall. Und da so viele Leute da gewesen sind, habe ich dann die Kamera halt weggepackt und habe mir gedacht, gut, okay, du musst hier jetzt nicht filmen, während so viele Leute hier rumlaufen, weil es will ja auch nicht jeder ins Video. Ne? Und man hätte mich dann eh nicht verstanden, weil der Lautstärkenpegel halt ein bisschen ich kann wieder gut sprechen, weil der Lautstärkenpegel ziemlich hoch gewesen ist. Also von daher wundert euch nicht, dass kein anständiger Abschluss kommt, sondern dass im Endeffekt, ich glaube, es war nach der Bodenarbeit in der Halle oder so, dass dann halt einfach Feierabend ist. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Hallo ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, ich nehme euch für heute noch mal ein bisschen mit. Ich habe hier auch schon mir die Karre geholt. Und jetzt fangen wir erstmal an zu misten. Damit sind wir jetzt fertig. Jetzt gehe ich noch mal bei den Minis oben auf den Paddock gucken. Die habe ich nämlich eben aufs Paddock geschmissen. Dann kann ich euch ja mal eben kurz noch mitnehmen. Und dann werde ich mal überlegen, was ich mache noch. Vielleicht den Spind mal aufräumen. Wäre vielleicht mal angebracht, oder? Das legen wir erstmal da rein. Jo. Zack, zack. Guten Tag. Na, ihr Süßen. Ja. Na, Min Min. Hallo, Min Min.
Ihr könnt erstmal noch ein bisschen draußen bleiben, ne? Ich werde zwar nachher Spaß haben, euch sauber zu machen, aber das ist nicht so schlimm. So könnt ihr wenigstens noch eine Runde draußen bleiben, ne? Jetzt wäre dies. So. Jetzt gehe ich mal gucken, ob ich den Spind sauber mache. Was soll die Drecknase? Was hast du gemacht? Du Drecknasenpony. So, dann bis gleich, Minimänner. Bis gleich. So, ich habe die Minis doch schon wieder reingeholt. Es fing nämlich gerade an zu regnen. Und da die im Moment nur ein bisschen staubdreckig sind, sage ich jetzt mal, sieht man da beim Winnie vielleicht so ein bisschen. Da habe ich mir gedacht, bevor die jetzt nass geregnet sind und das alles gut gemacht, Ermi, und das alles nass ist und ich das nachher nicht mehr richtig abkriege, hole ich sie lieber rein. Mann, du kannst ans Heu gehen. Ich habe es extra runtergezogen. Nee. Ihr seid nachher nochmal dran. Ja, ja. Du musst noch warten, wie ich fährst. Hör auf. Nein. Ich gebe jetzt los. Warte ab. Und die wälzen oder nicht? Sonst lasse ich das Baby los. Ja, weiß noch nicht. Er muss den Boden erst abschmecken. Mhm. Und die richtige Stelle finden. Nino. Ja, komm. Down. Und die down. Nein, ist noch nicht das Richtige. Platsch. Rollen. Oh. Ich sehe mich rollen. Brrrr. Ab. Ab. Komm mit, Denzi. Hust, hust. Guck mal, jetzt wälzt er sich auch nochmal. Was denn? Der verschluckt sich ständig. Aber wenn man die ganze Zeit nur ins Fell reinbeißt, dann hat man auch immer Fell in der Schmiss, ne? Tja. Uiuiuiui. Ich komme sofort wieder. Ich muss mal eben noch mal Wasser kochen. Jo.
Hi. Super. Mini hat gerade eben die Kameralinse angestupft. Hey, benehmt euch. Kommt auf mich zu. Oh, Druck gegen die Kamera. Hier gebe ich aber keinen Knutsch mehr. Nee, guck mal deine Nase an. Oh, wie fettig die ist. Sandnase. Knusper, knusper. Na, hörst du auf? Ich hab nichts in der Tasche für dich. Pepino. Hallo Winnie.
Nicht du auch noch! Nicht du auch noch, du. Jetzt. Geh wieder nach deiner Mama. Hä? Hallo? Schieb deinen dicken Hintern aus dem Bild. Toll. Ich hab Pferdehintern im Bild, Antin. Ein sehr schöner Pferdehintern. Boot. Klack angehakt mitgenommen. Nein, ich habe keine Lust. Ich gehe lieber den Kameramann ärgern. Nein, Winnie. Kommt er auch wieder an. Er kriegt Essen. Ich muss hin. Nein, Pino! Das klang, als wäre der gegen die Bande gelaufen. Pino steht. Thank you.
der Bette. Die habe ich gerade sauber gemacht. Blöder Sack. Pepino. Ja, fein. Nee, nicht hinlegen. Ich? Nein. I was just an only child of the universe. And then I found you. And then I found you. You are the sun and I am just the planet. Spinning around you. Spinning around you. I want to go to be true. Go play. Tranquilo. Tranquilo. Des Videos und gerade zum Schluss habt ihr ja gesehen, ich habe euch ja die komplette Bodenarbeit wirklich drinnen gelassen, die ich jetzt mit den Zwergen gemacht habe, ungeschnitten, einfach damit ihr auch mal was Ungeschnittenes davon seht und halt auch einfach mal ein paar nicht so schöne Sachen, wie halt gerade auch zum Schluss, wie der Winnie einfach ein bisschen stur war und den spanischen Schritt nicht machen wollte. Er hatte absolut einfach keine Lust dazu. Und hat halt einfach auf stur gestellt. Da kam dann auch mal ein bisschen meine Gerte zum Einsatz. Und ich habe ihm gesagt, ey, Freundchen, ne,
Ich brauche dafür jetzt, ich will dafür bei dir jetzt keinen Halfter anziehen, damit du vorwärts gehst. Du kannst das nämlich auch so. Dementsprechend habe ich nur mal ein bisschen mit der Gerte angetickt und habe gesagt, komm, jetzt mach das anständig und dann ist aber auch gut. Wie man gesehen hat, war die Übung dann ja auch gut. Er hat ein Leckerli gekriegt und dann war gut. Genauso wie beim Pepino. Wie der Pepino meinte, er müsste gerade da die ganze Zeit zwischenfunken. Dann kriegt er halt auch mal, nachdem man nicht reagiert hat, nicht anständig, kriegt er halt auch mal die Gerte auf den Hintern. So, das ist alles bei Weitem nicht schlimm, wie man halt auch in den Videos sonst oder in diesem Video so sieht. Ich bin nur in gewissen Situationen, dass ich dem mit der Gerte mal einen auf den Hintern gebe oder so. Das ist nichts Schlimmes. Wie man sieht, ich knuddel viel mit denen. Man hat ja auch gesehen, ich habe versucht, mit dem Pepino auch das Steigen anzufangen, weil vieles guckt er sich beim Winnie tatsächlich ab. Aber das mit dem Steigen hat man selber gesehen, das war ihm einfach zu unsicher. Da wusste er noch nicht, was er damit jetzt anfangen sollte. Deswegen habe ich dann, nachdem er weggesprungen ist, habe ich es sein gelassen, habe drüber gelacht, weil es irgendwo auch süß war und habe ihn dann wieder zu mir geholt und dann gesagt, alles ist okay, ist kein Problem, ist nichts Schlimmes, weil er kann es noch nicht, er hat es nicht verstanden. Dafür braucht er keinen auf den Sender kriegen, da brauche ich ihm auch nicht groß Druck machen oder sonst irgendwas, ne? Ja, das wollte ich nur gerade noch mal einmal schnell erklären. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch einfach mal ein komplett ungeschnittenes Freilaufen und Bodenarbeit von den Zweien, wirklich Freiarbeit. Ja, und dann würde ich sagen, ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like freuen, über Kommentare oder so, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!